Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum literarischen Adventskalender 2019. Die Vögel pfeifen es schon von den Dächern. Es ist der 1. Dezember und die Zeit des Advents hat begonnen. Es ist eine der schönsten Jahreszeiten für mich immer wieder und ich freue mich so sehr darauf, mit euch zusammen wieder diese Zeit gemeinsam zu erleben, zumindest für ein paar Minuten am Tag. Denn für mich ist Weihnachten das großartigste Fest überhaupt. Ein wunderbares Fest, das davon erzählt, dass Gott einer von uns wird. Ich meine, wir kennen das ja ansonsten immer andersrum, ne? Wir sollen immer größer, höher, besser werden. Ja? Wir streben immer danach, ganz nach oben zu kommen. So nach dem Motto, viele Menschen wollten schon Götter sein. Aber bei dieser Geschichte, bei der Weihnachtsgeschichte, geht es eben darum, dass ich daran glaube, dass Jesus Christus der einzige Gott war, ja, der ein Mensch werden wollte. Ja, der einer von uns werden wollte, der auf die Erde gekommen ist, ja, um so zu leben wie wir. Um alles durchzumachen, was wir durchmachen. Um alles zu erleben, was wir so erleben. Und wie immer lese ich aus ein paar Büchern ein paar neue Perspektiven davon, wie es sein könnte, wenn Weihnachten in unserem Alltag stattfindet. Diesmal hauptsächlich aus diesen beiden Büchern, die ich zusammen mit meinen Freunden Thomas Klappstein und Frank Bonkowski geschrieben haben. Weihnachtswunderzeit, ja, hier seht ihr die beiden, ja, Frank Bonkowski, Thomas Klappstein. Und es weihnachtet sehr, ein Best-of aus den letzten 7 Jahren Weihnachtswundernacht. Diese Geschichten beschreiben etwas von dem Wunder, dass wir an Weihnachten feiern, dass Gott eben einer von uns wird. Dieses Jahr neu, der literarische Adventskalender wird als ein Projekt gestaltet, der Jugendkoordination Kronberg. Ihr seht es ja auch schon an der Ortsangabe. Jugendkoordination ist ein neues Konzept von Jugendarbeit. Es ist nichts, was andere Jugendarbeiten irgendwie verdrängen oder ersetzen soll, sondern die Idee dahinter ist, dass wir die positive, kreative Energie, die in Jugendlichen schlummert, die in Jugendlichen präsent ist, die aus Jugendlichen heraus möchte, dass wir diese Energie wahrnehmen, dass wir sie sammeln und dass wir den Jugendlichen ermöglichen, Dinge zu tun. Dass wir das also koordinieren, dass das, was in ihnen schlummert, auch rauskommt. Das hat die Stadt Kronberg gesagt, wäre eine gute Idee und hat dafür 2 Leute von der Kirche, vom evangelischen Dekanat Kronberg beauftragt, das in die Stadt heranzubringen. Und dafür sind wir sehr dankbar, mein Kollege Stefan Seidmelk und ich. Stefan werdet ihr auch noch kennenlernen im Laufe der Adventszeit. Bei dem einen oder anderen Türchen wird er mit dabei sein, wird das eine oder andere Liedchen trällern, denn er ist ein hervorragender Musiker, ist der Frontmann von Who's Mary, die gerade beim Hessischen Rock- und Poppreis abgeräumt haben. Und ihr dürft gespannt sein, wenn ihr ihn kennenlernt. So, Adventszeit. Advent heißt Ankunft. Etwas kommt an. Die Frage ist natürlich, was kommt in deinem und meinem Leben an? Mitten im Chaos der Gefühle, mitten im Chaos der Gedanken, mitten im Stress kommt der Frieden an, kommt der Friedefürst an. Und das ist die Geschichte, die Weihnachten erzählt. Und alles andere ist irgendwie nur Beiwerk. Ja? Alles Brimborium und Glitzern und Leuchten ist nur Beiwerk zu dem, dass in deinem Leben etwas Gutes ankommen soll. Und die Frage ist, was kommt in deinem Leben an? Das ist eine gute Frage, über die man heute im Laufe des Tages mal nachdenken kann. Vielleicht mit seiner Familie beim Kaffee trinken oder so. Mal sagen wir, was kommt eigentlich in den nächsten 24 Tagen in unserem Leben an? Ich will dazu beitragen, ein paar Ideen mit euch zu teilen, indem ich eben aus diesen beiden wunderbaren Büchern immer wieder
Geschichten und Ideen und Perspektiven auf Weihnachten mit euch teile. Heute will ich aber erst einmal eine Grundlage legen, wie diese, worum es überhaupt geht. Ne? Und deswegen will ich euch heute eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, in der Version der Volksbibel, die mein lieber Freund Martin Dreyer übersetzt hat. Er hatte irgendwann den Eindruck, ja, dass die Leute, mit denen er abhing, vor allem Jugendliche, Punks, bunte, schrille, schräge Vögel und dergleichen mehr, dass sie nicht so recht verstanden, was in der Lutherbibel oder so geschrieben steht. Und dann hatte er den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, Martin, übersetze mein Wort für deine Leute. Und das hat er gemacht. Und da alle anderen auch wissen wollten, wie das wohl aussieht, wie das funktionieren kann, ist diese Volksbibel ein Riesenrenner geworden. Ja? Und ist in vielen, vielen Auflagen gedruckt worden und verkauft worden. Und eine meiner Lieblingsstellen ist nach wie vor die, wo er übersetzt hat, statt ihr seid das Salz der Erde, ihr seid die Kühlschränke für die Welt. Jo! Denn genau darum geht es ja beim Salz der Erde sein, geht es ja nicht darum, dass man sich in die Wunden der Menschen streut, damit es schön wehtut, sondern es geht darum, dass Menschen erfrischt werden, dass sie haltbar gemacht werden, bis der Tag kommt, an dem Gott ihnen begegnet in ihrem Herzen. Und deswegen finde ich die Übersetzung Kühlschränke für die Welt noch viel, viel cooler als Salz der Erde. Daraus lese ich also eine Geschichte vor. Anfangen möchte ich gerne mit einem Liedtext, den Jochen Klepper in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gedichtet hat. Jochen Klepper 1938, eine Variation des Weihnachtsthemas. Und wir haben uns gerade in den letzten Tagen im Dekanat mit den Geschwistern dort zusammen gesungen. Und ich bin unserem Dekan Herrn Fedler Raub sehr dankbar dafür, dass er dieses Lied ausgewählt hat, mit uns gesungen hat, denn es ist ein Text, der mich sehr stark in meinem Herzen berührt hat. Aus dem Gesangbuch EG, Lied Nummer 16, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wird zur Nacht geweint, der Stimme froh mit allen, denn der Morgenstern bescheint auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, der wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. Macht euch zum Stall auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersahen. Doch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern, der Gottes huld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt, als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Evangelisches Kirchengesangbuch, Lied Nummer 16, die Nacht ist vorgedrungen von Jochen Klepper, 1933, in eine andere Variation, von einer meiner Lieblingslyrikerinnen, Rose Ausländer, die in einem wunderbaren Text beschreibt, worum es in dieser ganzen Schriftstellerei mir eigentlich geht. Und sie sagt, der Auferstandene küsst mein erfrorenes Wort. Tote Seelen bitten mich um ein treues Gedicht, das die Würmer erwürgt. Rose Ausländer, vielleicht kommt sie auch das eine oder andere Mal noch mit ins Spiel. Das sind Variationen des Weihnachtsthemas, aber es gibt natürlich auch Perversionen des Weihnachtsthemas, die uns in den nächsten 24 Tagen immer wieder begegnen werden, vor allem
wenn es total stressig wird, ja, und man überhaupt nicht mehr zurechtkommt und man nicht mehr Luft holen kann, man nicht mehr zum Atmen kommt, weil man irgendwie alles richtig machen will. Wenn du entspannt bist, wenn du zur Ruhe kommst, wenn du deine Base chillst, dann machst du alles richtig. Das glaube ich jedenfalls. Ja, und so, darum geht es also in den ganzen Geschichten, die ich vorlesen werde, darum geht es in der ganzen Weihnachtszeit, darum geht es in der Adventszeit. Ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 2 die Urgeschichte von Weihnachten, deren Variationen ich dann in den nächsten Tagen aus diesen wunderbaren Büchern Es Weihnachtet sehr und Weihnachtswunderzeit vorlesen werde. Ist übrigens eine gute Idee, wenn ihr einfach mal zu eurem Local Bookstore geht und nachfragt, ob ihr die denn dort haben könnt. Denn man kann sie in jedem Buchladen bekommen. Natürlich auch für diejenigen, die nicht so gut laufen können wie Jugendliche. Bei Amazon, bei Thalia Online, Hugendubel Online, wo auch immer. Checkt einfach mal die Lage und besorgt euch diese fantastischen Bücher. Für kleines Geld kann man echt vielen Menschen eine Freude machen, indem du einfach auch Geschichten vorliest aus diesen Büchern oder sie gar verschenkst. Doch nun zur Urgeschichte von Weihnachten. Jesus wird geboren. In dieser Zeit, also die Zeit spielt vor unserer Zeitrechnung. Wir haben ungefähr das Jahr 4 vor Christus, 4 vor unserer Zeitrechnung. Und in dieser Zeit verordnete der römische Kaiser, dass sich alle Leute, die in den römisch besetzten Gebieten lebten, mal bei einer staatlichen Behörde melden sollten. Eine solche Volkszählung hat es zu dem Zeitpunkt noch nie gegeben. Quirinius war gerade der Statthalter von dieser Gegend, die Syrien hieß. Aha, Syrien. Also ein Gebiet, das wir heute auch wieder des Öfteren hören müssen. Also in Syrien. Da war Quirinius der Statthalter. Und darum mussten alle Menschen in den Ort zurückgehen, in dem sie geboren waren, um sich dort in Listen einzutragen. Weil nun Josef aus der Familie von David kam, musste er nach Bethlehem reisen, denn da kam seine Familie ursprünglich her. Er machte sich also von Nazareth, das liegt in Galiläa, nach dorthin auf den Weg. Maria, seine Verlobte, nahm er einfach mit. Maria hatte da schon einen ziemlich dicken Bauch. In Bethlehem war es dann soweit und sie bekam ihr erstes Kind. Weil sie keinen anständigen Pennplatz mehr gefunden hatten, die Hotels waren alle voll, musste die Geburt in einem Stall stattfinden. In dieser Nacht, als das Kind geboren worden ist, als Gott ein Mensch geworden ist. In dieser Nacht hatten ein paar Hirten kurz vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um dort auf die Schafe aufzupassen. Plötzlich war da ein riesengroßer Engel, der auf sie zukam. Ein helles, weißes Licht war um ihn rum, so ein Licht, das nur von Gott kommen konnte. So krass war das Licht. Die Hirten bekamen voll die Panik, aber der Engel beruhigte sie. Ey, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe gute Nachrichten für euch und auch für alle anderen Menschen. Heute Nacht ist der Mann geboren worden, der euch alle aus eurem Dreck rausholen wird. Das ist in der gleichen Stadt passiert, wo auch David herkommt. Ich sage euch mal, wo ihr ihn finden könnt. Er liegt in einem Futtertrog in einem Stall, gut eingewickelt in Windeln. Und plötzlich tauchten neben dem einen Engel noch tausende anderer Engel auf. Die fingen dort gleich an zu beten und Gott zu sagen, wie gut er ist. Der Gott, der aus dem Himmel kommt, er soll geehrt werden. Er hat den Menschen ein Friedensangebot gemacht, für alle, die bereit sind, dieses Angebot anzunehmen. Nachdem die Engel wieder verschwunden waren, beschlossen die Hirten, der Sache auf den Grund zu gehen. Lass uns mal nach Bethlehem gehen, mal sehen, was dort jetzt von den Sachen passiert ist, die uns dieser Engel da gerade erzählt hat.
Sie beeilten sich sehr und als sie im Dorf ankamen, fanden sie Maria, Josef und das Baby, das in einem Futtertrog lag. Nachdem die Hirten das Kind angesehen hatten, erzählten sie von ihrer Begegnung mit dem Engel. Alle, die davon Wind bekamen, staunten nicht schlecht. Maria merkte sich aber alle Einzelheiten genau und dachte ständig darüber nach. Anschließend gingen die Hirten wieder zu ihren Schafen zurück. Sie freuten sich total über Gott und über das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Alles war genauso abgegangen, wie es ihnen erzählt worden war. So, das ist also die Urgeschichte von Weihnachten. Das ist die Geschichte, die uns sagt, dass an Weihnachten Gott ein Mensch, einer von uns geworden ist und dass ein Hauptthema der Weihnachtsgeschichte Freude ist. Freude, die allen Menschen widerfährt und die Möglichkeit, es zu spüren und Gott zu begegnen. Und davon handeln die Geschichten, die ich in den nächsten 23 Tagen ja dann jetzt von verschiedenen Stellen aus vorlesen werde. Achtmal hier aus dem Café Kollektiv, dem Sitz der Jugendkoordination Kronberg in der Adlerstraße 2 in Kronberg, dem ehemaligen Treff International und dann an anderen Stellen im Jutz Oberhückstadt, in der Altkönigsschule, bei mir zu Hause, in der Stadtmission in Offenbach, in der Evangelischen Kirche in Schneidhain und wo auch immer, an ganz unterschiedlichen Stellen. Ich habe hier unten immer wieder einen Veranstaltungskalender gepostet, wo dann für jeden Tag genau steht, um wie viel Uhr es stattfinden wird und an welchem Ort es stattfinden wird. Und wenn du gerade in der Nähe bist und Lust hast, dabei zu sein, dann komm einfach vorbei und sei mit dabei. Heute Nachmittag also, lies dir es doch einfach mal durch. Lukas 2, Abvers 1. Da steht die Geschichte drin, egal in welcher Bibelübersetzung, die ich gerade vorgelesen habe. Und da kannst du es nochmal checken, worum es eigentlich geht. Und dann wünsche ich euch damit, ihr Lieben, einen fantastischen ersten Advent. Nutzt die Zeit, chillt eure Base und kommt zur Ruhe und erwartet etwas Gutes, was in eurem Leben kommen soll. Und vielleicht kannst du unten in die Kommentare das ein oder andere hineinschreiben, was du persönlich im Advent erwartest. Was soll in deinem Leben ankommen? Worauf freust du dich? Und dann kommen wir miteinander ins Gespräch. Alles Liebe und bis morgen. Morgen wieder an diesem Ort, morgen wieder in der Adlerstraße 2 in Kronberg, in der Jugendkoordination Kronberg um 15 Uhr, glaube ich. Aber es steht ja im Veranstaltungskalender. Also dann, macht's gut. Tschüss.